Sie haben nun verschiedene Datentypen kennengelernt und wissen, dass Integer 32 Bits zur Verfügung hat. Der größte Zahlenwert, den Integer-Variablen speichern können, liegt also bei rund 2,1 Milliarden. Normalerweise reicht das für die meisten Anwendungen aus. Was passiert aber, wenn wir doch eine größere Zahl zuweisen wollen? Zum Beispiel 20 Milliarden? Wie wird sich Processing dann verhalten? Schauen wir uns das gleich an. Legen wir also eine Variable an vom Typ Integer und initialisieren sie mit 20 Milliarden. Und hier bekommen wir sofort eine Fehlermeldung, die sagt, es ist out of range. Diese Zahl kann Processing nicht in einem Integer-Wert speichern, denn sie ist zu groß. Leider wird Processing aber nicht immer sagen, dass die Zahl zu groß ist. Was passiert zum Beispiel, wenn wir versuchen, zu der größtmöglichen Zahl eine 1 noch dazu zu addieren? Schauen wir uns das gleich an. Nennen wir diese Zahl maxInt und wir initialisieren sie mit der maximal möglichen Integerzahl. Geben wir jetzt aus maxInt plus 1. Was wird Processing nun ausgeben? Nun, wir wissen, dass ein Int keinen größeren Wert als 2.147.483.647 speichern kann. Da sind dann alle Bits bereits erschöpft, die der Datentyp Int zur Verfügung hat. Wenn wir jetzt noch 1 dazu addieren, dann passiert ein sogenannter Überlauf und es wird wieder bei der kleinsten Zahl begonnen, die Int darstellen kann. Das sehen Sie auch hier jetzt auf dem Zahlenstrahl visualisiert. Rechts außen sehen Sie die größtmögliche Integerzahl und wenn wir jetzt noch 1 hinzuaddieren, dann beginnen wir wieder links vom linken Ende mit der kleinstmöglichen darstellbaren Zahl im Integer-Bereich. Überläufe passieren nur bei ganzzahligen Datentypen. Achten Sie daher darauf, dass Sie nicht unbewusst Überläufe erzeugen, denn dann könnte sich das Programm ganz anders verhalten, als Sie es eigentlich wollten. Auch für Floats gibt es Grenzen, welche Größen gespeichert werden können. Falls die Zahl größer ist als die größtmöglich speicherbare Zahl, dann passieren hier aber keine Überläufe. Processing nimmt dagegen die Zahl als Infinity, also unendlich an. Neben den Überläufen und zu großen Zahlen möchten wir uns in diesem Kapitel noch mit der Frage auseinandersetzen, was passiert denn, wenn wir einen Integer und einen Float addieren? Nehmen wir beispielsweise die Zahl 4 und die Zahl 1,5 und addieren wir diese. Das machen wir gleich in einen Print von 4 plus 1,5. Oh. 1,5 natürlich. Und ein Strichpunkt. Starten wir das Ganze, dann sehen wir, Processing gibt 5,5 aus. Speichern wir nun die erste Zahl in eine Int-Variable und die zweite, da es ja eine Dezimalzahl ist, in einen Float. Int a ist 4 und Int Float b ist 1,5. Und jetzt geben wir wieder die Summe der beiden aus. Und auch hier wieder gibt Processing 5,5 aus. Offensichtlich kann das Ergebnis jetzt aber nicht mehr einer Integer-Variable zugewiesen werden. Das Ergebnis ist also vom Typ Float. Denn die Rechnung ergibt wieder eine Dezimalzahl. Daher kann man sie nicht automatisch in einer Ganzzahl speichern, da ansonsten die Kommastellen verloren gehen würden. Dennoch kann Processing eine Int-Variable und eine Float-Variable addieren. Das ist möglich, weil Processing intern implizit eine Typumwandlung vornimmt.
Das nennt man in der Programmierung Cast. Processing hat beide Werte in den gleichen Typ, nämlich zu Float, umgewandelt und erst danach die Addition durchgeführt. Das Ergebnis ist damit auch wieder vom Datentyp Float. Um zu vermeiden, dass Genauigkeit verloren geht, entscheidet sich Processing für den größeren der beiden Datentypen. Das sieht man auch am Zahlenstrahl. Float hat einen größeren Wertebereich als Int und ein Ganzzahl vom Typ Int kann immer als Float dargestellt werden. Umgekehrt gilt das aber nicht. Datentypen machen das Rechnen zwar schwieriger, weil man sich Gedanken machen muss, welchen Datentyp das Ergebnis haben muss, haben kann oder darf. Damit können aber auch Fehler vermieden werden. Das kann zum Beispiel sein, dass eine Zahl plötzlich ungenau wird, weil Nachkommastellen abgeschnitten wurden. Falls Sie bewusst einen kleineren Datentyp verwenden wollen, müssen Sie das Ergebnis explizit casten, also explizit umwandeln. Sie müssen Processing explizit sagen, dass Sie das so wollen und dass Sie wissen, was Sie tun. Das explizite Casten erreichen Sie, indem Sie das Ergebnis mit dem gewünschten Typ einklammern. Schauen wir uns das gleich wieder anhand unseres Beispiels an. Wir haben hier wieder unsere zwei Variablen, int a und float b, und diese wollen wir wieder addieren. A plus b. Jetzt wollen wir diese Addition aber in eine Integer-Variable speichern, denn uns interessiert jetzt nur der ganzzahlige Anteil. Int sum ist gleich a plus b. Was jetzt noch fehlt, ist eben dieser explizite Cast, und den machen wir, indem wir das Ergebnis der Operation, also das Ergebnis von a plus b, einklammern und den gewünschten Typ, also int, davor setzen. Int, Klammer auf, a plus b, Klammer zu und dann Strichpunkt. Geben wir das Ganze wieder aus, print von sum und starten das Programm. Und jetzt sehen wir, Processing schneidet den Nachkommaanteil ab und speichert eben nur den Ganzzahlanteil in der Integer-Variablen sum. Mit dem vorigen und mit diesem Kapitel haben Sie das Konzept der Datentypen in den Grundzügen kennengelernt. Um diese Themen weiter zu festigen, finden Sie in diesem Kapitel wieder passende Übungsbeispiele und weitere interessante Codestücke. Seien Sie gespannt! Diese Beispiele verhalten sich möglicherweise anders, als Sie am Anfang vermuten. Viel Spaß beim Programmieren!